Wenn du mit Kindheitstrauma zu tun hast, dann kennst du höchstwahrscheinlich das Gefühl, wo du nicht weißt, was dir gut tut. Und du weißt auch nicht, wenn du dich auf irgendeine Art und Weise entscheidest, ob das richtig sei. Ein Brief hat mich erreicht, welchen ich jetzt vorlesen möchte und mich das auch sehr, sehr berührt hatte. Der Brief kommt vom Oliver. Liebe Gabriela, ich wuchs ohne Vater auf, mit einer überforderten Mutter, die mir stets das Gefühl gab, ich sei nicht gewollt. Sie war nicht nur abwesend und überfordert und wechselte ihre Partner ständig, sondern gab mich und meine zwei Geschwister öfters zu meinen Großeltern ab. Sie wohnten in einer sehr kleinen Einzimmerwohnung. Wir mussten alle immer im gleichen Zimmer schlafen. Es war stickig und eng und wir hatten immer Geldsorgen. Mit 10 Jahren begannen Depressionen und Ängste bei mir und ich fühlte mich oft allein und verloren. Ich hatte ein Leben lang kein Vorbild dafür, wie ein Vater sein kann. Auch wusste ich nicht, wie ich Beziehungen aufbauen sollte, die auf Liebe und Respekt basieren. Ich stolperte in eine Reihe an missbräuchlichen Beziehungen und meine Arbeitgeber behandelten mich oft respektlos. Es schien zunehmend, als ob ich immer wieder in denselben Kreislauf von Schmerz und Verwirrung geriet. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich selbst sabotiere. Als Ingenieur hätte ich eine gute Chance gehabt, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Doch ich konnte nie richtig Fuß fassen. Es scheint, als ob ich immer wieder an denselben Unsicherheiten scheitere. Es war, als ob sie mich wie unsichtbare Fäden festhielten und daran hinderten, mein volles Potenzial zu entfalten. Bei Gehaltsgesprächen konnte ich nie Anerkennung annehmen und wenn Headhunter mich kontaktierten, redete ich mir den Job selbst schlecht. Ich war mir einfach nie sicher, ob ich es wirklich verdient hatte, glücklich und erfolgreich zu sein. Von meiner Ehe war ich in einer Beziehung und ich dachte, ich hätte endlich die richtige Person gefunden. Aber kurz vor der Hochzeit spürte ich wieder diese nagende Unsicherheit. Es ist ein Wunder, dass ich heute noch verheiratet bin und dass ich eine Ehe habe. Ich begann, alles in Frage zu stellen. Meine Entscheidungen, meine Gefühle, sogar meinen eigenen Wert. Es war, als ob ich in einem endlosen Labyrinth gefangen wäre, ohne zu wissen, wie ich den Ausgang finden könnte. Bis heute weiß ich oft nicht, was richtig ist und was nicht. Es ist, als hätte ich mein Leben lang darauf gewartet, dass jemand mir sagt, was ich tun soll. Nun bin ich Opa und sehe meine Enkelkinder aufwachsen. Ich möchte für sie ein gutes Vorbild sein, aber ich fühle mich immer noch verloren. Bis heute fällt es mir schwer zu erkennen, was für mich wirklich richtig ist. Oft habe ich das Gefühl, dass ich nicht mein eigenes Leben lebe, sondern das Leben, das andere für mich bestimmt haben. Es ist, als ob ich ein Zuschauer meines eigenen Lebens bin, anstatt der Hauptakteur. Ich weiß, dass ich etwas ändern muss, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie kann ich lernen, meinen eigenen Weg zu finden und ein Leben zu führen, das wirklich mein eigenes ist? Hast du eine Antwort für mich, Gabriela? Herzliche Grüße, Oliver. Dieser Brief hat mich wirklich zutiefst berührt, weil jemand bereits schon zum Teil rückblickend auf das eigene Leben gewisse Zusammenhänge und Erkenntnisse doch macht und letztes Endes transparenter für ihn selbst ist, wie oder was womöglich in seinem Leben falsch gelaufen ist. Er hat schon ein gewisses Gespür dafür, aber der weiß noch nicht genau, wie da rauskommen kann. Und deshalb wollte ich unbedingt diesen Brief hier vorlesen und dazu auch etwas sagen. Und zwar auch vor allem an Oliver. Denn Oliver, wenn du jetzt zusiehst, dann ist schon als erstes ganz, ganz wichtig, dass das, wie du empfindest, dass du dich auch bis heute immer wieder noch verloren fühlst, dass du das Gefühl hast, dass du
nicht weißt, ob du wirklich dein eigenes Leben führst oder das Leben von jemand anderem, nach alledem, was du hier uns berichtet hast, vollkommen natürlich. Das ist eine natürliche Entwicklung in deiner Persönlichkeit und in dein Verhalten, in deinem Nervensystem gewesen, damit du dich schützen kannst. Und gleich auch mehr dazu. Und vielleicht noch ein ergänzender, ganz wichtiger Message für dich. Wenn du dich jetzt schon überlegst und dir Sorgen machst, ob du ein guter Opa bist, weil du eben Vorbild sein möchtest, das ist schon der absolute Zeichen dafür, dass du einiges erkannt hast und dass du bereits auf dem guten Weg bist. Und jetzt lass uns meine Notizen zu dem Brief durchgehen. Die Geschichte ist natürlich ein unglaubliches Beispiel dafür, welche Auswirkungen Kindheitstrauma im Leben von uns allen bewirken können. Diese Empfindungen und diese Zweifel am Leben, aber auch vor allem, ob ich richtig bin, ob das, was ich als Leben nenne und erlebe, überhaupt wahr oder real ist, ist vollkommen natürlich. Und ich gehe davon aus, dass mehrere unter euch das mal erlebt haben. Und falls sie auch in der Geschichte, in der eigenen Biografie mit Trauma, frühkindlichen Erfahrungen zu tun haben, dass sie dann hier genau richtig sind. Warum sind denn überhaupt diese Empfindungen und diese Zweifel und Unsicherheit bei Oliver entstanden? Ich habe dafür drei Ursachen mitgebracht und aus dem Brief mit rausselektiert. Und zwar vor allem, er hatte ja doch nie eine stabile und liebevolle Umgebung gehabt. Die Mutter war ja nie da. Die wurden ja, die Geschwister, immer zu Oma abgegeben und war auch kein Vorbild als Vater da. Wenn ich nicht weiß, wann ich Zuneigung bekomme, wann meine Mutter für mich da ist oder nicht, wann ich schon wieder in eine andere Wohnung muss oder bei meinen Großeltern dann dort ausharren muss, das ist eine absolute Unsicherheit und viel zu wenig Zuwendung. Das bedeutet, dass es überhaupt kein Wunder ist, dass Oliver solche Erfahrungen gemacht hat, dass sein eigenes Selbstbild so entstanden ist, mit so viel Unsicherheit und dass er sich mit Selbstzweifel im Öfteren selbst auch hinterfragt. Nicht wahr? Ob er überhaupt ein guter Ingenieur ist oder war, beziehungsweise ob er ein richtiger und guter Ehemann gewesen wäre oder nicht. Ebenfalls, ob er jetzt heute ein guter Opa ist, als ein guter Vorbild. Denn wenn wir als Selbstbild etwas haben, dass ich nie genug bin, beziehungsweise dass ich auch nicht wert bin, dass ich Zuwendung bekomme und jemand auf mich schaut, und auch Interesse zeigt, wie es mir ergeht, dann werde ich natürlich ein Selbstbild für mich schaffen, wo ich stets unsicher bin und sehr, sehr ja, hinterfragend, ob das, was ich mache, richtig ist, wie ich denn auf andere wirke, wie ist das überhaupt richtig und real, wie ich mich gebe oder sind das irgendwie Masken? Genau. Die zweite Ursache war ja, dass er natürlich auch einen Mangel an Orientierung hatte. Das heißt, dass seine Fähigkeit, gesunde Entscheidungen zu treffen, nie richtig entwickeln konnte. Wenn ich keine Orientierung habe an Werte oder an Normen, was ist ein Zuhause? Wie sieht es aus, wenn ich wirklich einen liebevollen und wohlwollenden Umgang bekommen kann? Was ist eigentlich Rolle einer Mutter? Wie ist eine gesunde Ehe zwischen Eltern, wenn ich nur
mit einer Generation älteren Großeltern aufwachse, da sind natürlich nochmals andere Werte. Und wenn ich diese Orientierung nicht habe, wie ein Mann sein müsste, wie ein Mann zum Beispiel, welche Erwartungen vielleicht auch auf ihn einprasseln, wenn als Jugendlicher irgendwo erscheint, wenn auch dann im Arbeitswelt, dort im Arbeitsumfeld, sein Mann stehen muss, dann ist alles sehr, sehr wackelig. Das heißt, dass höchstwahrscheinlich auch mit der Identität irgendwann Schwierigkeit auftritt, weil diese Betroffenen auch kaum beschreiben können, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich denn aus? Kannst du dich beschreiben? Weißt du, wer du bist? Was sind die wichtigen Merkmale und Inhalte deiner Persönlichkeit? Die dritte Ursache ist, dass diese ganz wichtige innere Stimme, welche zu ein gesundem Selbstwertgefühl und auch intuitiv wissen zu können, was richtig ist und was meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was ist und tut mir gut, konnte nie entstehen. Wie soll eine wichtige und ganz auch ja intakte innere Stimme entstehen, wenn einem nie zugehört wird? Das bedeutet, dass ja nie eine Resonanz Oliver richtig erfahren konnte und sein Nervensystem verkümmerte, denn auch unsere Persönlichkeit entsteht ja Brain to Brain, also Nervensystem kommuniziert mit Nervensystem, nicht wahr? Eine Art Social Engagement. Ich bekomme immer irgendein Feedback darauf, in der Körperhaltung, in der Mimik, in Antworten, wie ich bin, was ich sage, was mich ausmacht. Wenn das fehlt, dann kann ich grundlegende, wichtige Fertigkeiten und Fähigkeiten gar nicht entwickeln und wird natürlich die Folge sein, dass ich diese innere Stimme nicht habe und dass ich auch große Schwierigkeiten damit bekomme, überhaupt zu beschreiben oder zu benennen, was sind denn meine emotionalen Bedürfnisse? Was sind meine basale funktionale Bedürfnisse? Was bedeutet überhaupt Liebe? Wie ist denn das, wenn ich wertgeschätzt bin? All diese Dinge können dann nicht entstehen. Und natürlich irgendwann versucht man da, sich da durchzunavigieren, nicht wahr? In Erfahrungen, in verschiedenen Beziehungen und Bindungen. Aber ohne eine Resonanz, also eine Begleitung, sind solche Fähigkeiten schwer zu erlernen. Deshalb auch gleich ein paar Steps, ein paar Schritte, wie man tatsächlich diese Eigenschaft zu erkennen, was wirklich richtig ist und welches Leben für mich entscheidend heilsam ist, möchte ich mit auf den Weg geben. Oft entsteht ja bei Entwicklungstrauma, insbesondere wenn wir Vernachlässigung erfahren, wie Oliver auch, dass wir auch mit dem Selbstgefühl und demzufolge auch mit unserem Körpergefühl große Hürden im Erwachsenenalter haben. Das heißt, dass ich auch meinen Körper vielleicht nicht so betrachte, dass es auch ich selbst bin. Das ist ja nicht ein Fremdkörper, sondern der Körper bin auch ich. Nicht wahr? Das gehört ja zu mir. Das gehört ja zu meinem Kopf, zu meinem Verstand und zu meinen Gefühlen, das sind eins. Wenn wir durch Vernachlässigung, aber dieses Selbstgefühl auch, und dazu gibt ja in der Hirnforschung erwiesenermaßen auch Ergebnisse, dass dieses Selbstgefühl im Gehirn von Betroffenen nicht so ausgeprägt und ausgewachsen oder
fertig entwickelt ist, wie bei Menschen, die kein Entwicklungstrauma gehabt haben. Dementsprechend ist auch natürlich schwierig, zum Beispiel sich abzugrenzen. Denn ich weiß ja nicht, wo fängt ja mein Selbst an und wo hört denn das auf? Wo ist das? Ist es nur zum Beispiel die Grenzen meines Körpers, also nur die Haut? Sind das die Grenzen? Oder sind es auch, gibt es emotionale Grenzen? Zum Beispiel. Und deshalb die Einladung absoluterweise an euch allen, die sich in eine ähnliche Geschichte wiedererkennen wie von Oliver und die in der eigenen Biografie was Ähnliches erfahren haben, sich eine Begleitung zu suchen, welche auch körperorientiert dabei helfen kann, dieses Selbstgefühl und Körpergefühl wieder anzueignen, damit man auch besser im Sinne auch Selbstachtsamkeit und Selbstbeobachtung in das Spüren kommen kann und auch viele ja, Verhaltensweisen, vielleicht auch in Situationen noch bewusster, dass du wahrnehmen kannst. Auch entscheiden, dass du vielleicht deine Interessen aufs Neue ergründest und erforscht. Das bedeutet, dass du dich ausprobierst. All das, was du als Kind nicht durftest und auch nie dazu ermutigt warst, weil ja niemand da war, dich zu ermutigen, darfst du jetzt nachholen. Und wo du ein ganz bisschen Inspiration hast, dich zu, ja, auszuprobieren, zu erleben, mach das. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles, damit du vielleicht auch Talente bei dir entdecken kannst und auch Beschäftigungen, die dich wirklich, wirklich interessieren. Entscheidend, wenn du diese Fertigkeiten nach und nach aneignen kannst, dass du dich immer wieder fragst, wenn du eine Entscheidung triffst und etwas vielleicht zum Beispiel beabsichtigst zu tun, würde es mir gut tun oder würde es mir nicht gut tun? Damit auch deine innere Stimme immer mehr, ja, und immer lauter wird. Und wo dadurch du dann auch lernst, diese Stimme nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch dem zu folgen und deine Grenzen ganz klar aufzuzeigen und auch Nein zu sagen und diese Grenzen auch als ganz neue Qualitäten, ja, deines Wesens zu erlernen, dass du diese Grenzen überhaupt mal wahrnehmen kannst, dass du in das Spüren kommst, dass du weißt, Grenzen bedeuten nicht nur, dass du sagst, okay, auch am Arbeitsplatz zum Beispiel, ja, nur die Stempeluhr und nur von, ne, 8 bis 17 Uhr, dass es eine Grenze ist, dass du da nicht mehr ohne Ende zum Beispiel Überstunden machst, sondern Grenzen sind, wenn du spürst, dass eine Berührung unangenehm ist, dass du überhaupt es mal spürst und dass dann das für dich auch eine Einladung ist, das sofort auch zu beenden. Und auch emotionale Grenzen. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, dass jemand dich zum Beispiel bedrängt im Verhalten oder auch verbal, dass du auch genau bei diesen Spüren du wirksam handeln kannst und dass du immer mehr auch in deine Selbstwirksamkeit kommst. Ich danke nochmals an Oliver für das Vertrauen, für diesen Brief und auch, dass er das freigegeben hat, dass ich das hier vorlesen darf. Und ich hoffe, dass die Community daraus jetzt viel lernen konnte. Und bin ganz gespannt, was eure Erfahrungen sind, welche vielleicht ähnliche Situationen erlebt habt oder erlebt. Und bin auch sehr, sehr happy, wenn ich ähnliche Fallbeispiele und echte, ja, Briefe von euch bekomme und sehr gerne, dass ich hier dann diese auch beantworte. Ich wünsche euch erstmal auch wieder, wie immer, alles, alles Liebe, eine ganz gute Zeit und tschüss. 'Cause it feels like home.